So, hallo, ich begrüße euch zu einem... Oh, Hilfe. Ich fresse gleich das Mikro. Weiteren Part. Hyrule Warriors. Letztes Mal haben wir die Hauptmission mit den Jägern gemacht und dadurch einige neue Zwischenmissionen aufgebaut. Freigeschaltet. Die wollen wir jetzt angehen. Also es geht noch nicht mit der Hauptmission weiter, sondern wir machen die Nebenmissionen. Wir fangen mit der von Warnaboris an. Das sollte erstmal am einfachsten sein. Das sollten wir auf jeden Fall hinkriegen. Dann wird es wieder darum gehen, eine bestimmte Anzahl an Gegnern... Entschuldigung. Eine bestimmte Anzahl an Gegnern zu erledigen. Ja, und ich habe ein kleines Real-Life-Problem, während ich das hier aufnehme. Ich habe seit heute Morgen, seit ich aufgestanden bin, ist mein rechter Fuß einfach doppelt so groß wie der linke. Der ist irgendwie über Nacht brutal angeschwollen. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ich weiß es einfach nicht. Jetzt habe ich den so ein bisschen hochgelegt den ganzen Tag. Es tut halt weh, wenn man auftritt. Also ich könnte jetzt nicht viel laufen. Aber spieltechnisch geht es. Aber es ist irgendwie einfach sehr verwirrend. So, einen Moment. Das ist so gerade die Nebengeschichte hier. Ah, lol. Ich hab den jetzt auch gebraucht. Jo, das da muss weg. Das da hier muss alles weg. Tschüss. Tschüssikon. Nicht übel. Ach, wir starten hier drüben. Jetzt sehe ich das erst. Ich dachte, wir starten da, wo wir in der Hauptmission auch gestartet sind. Aber wir starten genau anders. Und laufen dann dahin zurück. I see. Ich wollte es blockieren. Zu spät. Passt schon. Ist der immer noch nicht tot? Das gibt's doch nicht. Mach dich weg. Geht. Aua! Wo kommt denn das her? Da unten! Ein einzelner Frecher ist da. Jetzt nicht mehr. Mein Freund. Hier werde ich mal hier beibringen. So, hier. Zack, alles weg. Aua. Ich muss dieses Blocken einfach mal. Das muss ich bei allen Titanen einfach mir merken, dass man blocken kann. So. Ich habe es mir gemerkt. So, hier alle weg. Zeittechnisch sieht das ganz gut aus. Ab dafür. Habe ich geblockt. Rums. So. Und jetzt einmal hier den hier. Den brauchen wir jetzt. Der Spezialangriff ist auch aufgeladen. Den können wir auch gleich losschicken. Natürlich. Wenn wir erstmal in der Geraden stehen. So in etwa jetzt. Das müsste jetzt ordentlich wegfetzen, wenn ich das sehr, sehr gut treffe. Jo. Das ist ein bisschen reduziert. Ich muss aber, hier sind noch in der Ecke welche. Ich nehme wahrscheinlich an, ich weiß, ob ich alle erledigen muss, aber hier sind auf jeden Fall noch einige, die würde ich schon noch mitnehmen wollen. Aber die Hälfte haben wir schon und die Hälfte der Zeit ist noch nicht mal down. Und die Hälfte der Leben ist auch noch nicht weg. Das sollte machbar sein. Ich muss einfach nur ein bisschen dran denken, öfter zu blocken. Dann ist auch alles gut. Aber hier die Leute weiter. Einfach schön Massenschaden anrichten hier. So. Immer. Da ist ganz viel auf dem Schlachtfeld los. Noch ein Schild. Aber ein bisschen spät das Schild. Aber wir machen lieber wieder den hier.
zack, ab dafür. Jawohl. Es wird doch langsam. So, hier, bitteschön. Esst das. Guten Appetit. Die will auch aufgeräumt werden. Okay, 300 noch. Aber hier sind nicht mehr so viele. Ich glaube, ich muss wirklich alle erledigen. Hier sind halt noch rote Punkte. Die roten Punkte jetzt weg. Ja. Da sind jetzt keine roten Punkte mehr. Sehr schön. Aber das könnte jetzt zeitlich doch nochmal knapp werden, weil ich halt hier... Na? So schnell vorankomme. Da sind noch ein paar rote Punkte. Ja, ich bin ja dabei. Eine Minute. Ich muss nur die roten Punkte erledigen. Aber wo sind denn jetzt noch? Es sind ja noch über 300, die fehlen, ne? Da jetzt noch so viele. Oh, da hinten sind noch einige. Scheiße. Oh, ich war... Nein! Ich sehe da drüben. Sehe ich eine ganze Menge. Da unten ist nochmal eine ganze Menge. Komme ich von hier dahin? Scheiße. Da ist hier. So etwa da. Ran so, ne? Oh nein, ich reiß Scheiße, es reicht nicht. Oh nö, ich habe auch den Mund zu voll genommen, Urbosa. Alles gut. Man muss halt wirklich alle erwischen. Scheibenhonig. Einen Moment. Scheibenhonig. Okay. Machen wir das lieber gleich immer mit dieser Attacke. Dann sehe ich nämlich, wie die alle verschwinden. Dann sind wir da gar nicht lange rum. So, hier ist jetzt nichts Rotes mehr auf der Karte. In dem Bereich haben wir schon auf. Nicht übel. Nächster Bereich. Hier ist auch nichts Rotes mehr. Haben wir auch schon komplett aufgeräumt. Da hinten rum. Da sind ganz viele rote Punkte. Dann setzen wir hier nochmal den ein. Dann sollten die auch alle weg sein. Jawohl. Wie? Da sind jetzt ein paar noch. So. Strategisch vorgeht, läuft es doch schon deutlich besser. Okay, zack und los geht's. Sind neben mir sind zwei. Dann machen wir es mal so. Die kriege ich so. Besiegt, nice. Und da drüben. Doch da irgendwo sein. Wo ist der denn? Ach, das ist der Dings.
Das ist der Moldora. Verstehe, ich sehe den halt so nicht. Jetzt kriege ich den da hinten rum. Das ist der Moldora, ich verstehe. Oh, mach dich doch einfach mal weg, Kollege. Jetzt ist er weg, besiegt. Okay, nice. Dann hier, auch auf der Fläche die Roten erledigen. So, zack, zack, zack. Und jetzt mach mal einen großen wieder hier. Richtig groß. So, ab. Haben dabei auch wieder einen Moldora erwischt. Sehr schön. So, jetzt muss ich hier um die Ecke nochmal rum. Da sind noch ein paar Punkte auf der Karte. Da ist immer noch ein Punkt auf der Karte. Ah, das ist wieder ein Moldora. Dann warten wir da wieder und machen es so ein. Also es ist zu weit weg, oder? Nein, besiegt. Okay, sehr gut. Hab ihn erwischt. Den haben wir mitgenommen. Okay. So, hier sehe ich jetzt. Jetzt kommen ganz, ganz viele. Jetzt machen wir wieder einen großen Zug. Ab dafür. Hier ist jetzt auch wieder alles leer. Ah, ich habe zu lange. Egal, wir warten hier, wir laufen hier rein und dann ziehen wir wieder einen großen auf. Okay. Bäm. So. Da ist wieder irgendein Vieh. Ah, das ist wieder ein Moldora. Besiegt. Da sind noch einige rote Punkte. Machen wir mal so. Dann kriegst du so weg. Ja, sieht soweit gut aus. Ja, ist ja okay. So, ich laufe wieder hier rein. Mach den hier. Ja, da ist wieder die Minute, aber wir haben diesmal fast die 3000 schon zusammen. Da fehlt nicht mehr viel. Komm schon. 50 noch. H20 noch. Wo sind denn jetzt noch welche? Wollt ihr mich voll? Da sind zwei Moldoras, aber die reichen mir. Nein, wir kriegen es wieder nicht hin. Wo sind denn noch welche auf der Karte? Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Oh mein Gott. Wieso finden... Oh mein Gott. Ich bin doch alles strategisch abgelaufen. Einen Moment. Ah, wirklich. Okay, wenn ich zwischendurch Start drücke, kann ich auch auf die Karte gucken. Dann ist es vielleicht ein bisschen besser. Ey, aber das ist doch jetzt Müll gewesen. Ich muss also... nicht nur auf die graue Fläche gucken. Ja, ich muss natürlich auch schauen, wie sie auf der Wand sind. Na, auf der Wand stehen auch immer ganz viele. In dem Außenbereich sozusagen.
Dann habe ich da welche übersehen, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Meine Nerven. Aber es heißt, besiege viele Gegner und irgendwie sind es einfach alle. Das kann doch nicht sein. Rein. Zack. Wenn ich jetzt die... Warum zeigt es jetzt zum Beispiel auf der Karte da drüben was? Oh. Habe ich die bisher immer übersehen? Habe ich diese Gruppe da bisher immer übersehen? Kann es sein? Oder ist es einfach der Startpunkt, den es da anzeigt? Da ist doch nix. Hä? Was ist denn das? So, auf der großen Karte zeigt es ja auch gar nicht an. Keine Ahnung, ist vielleicht der Startpunkt. Ach's! Das ist die Stelle, an der die Nachricht kam. Wahrscheinlich. So, jetzt hier. Ab. So, sind da jetzt auf dem Bereich da außen sind noch... Ein paar sind noch drauf auf dem Außenbereich. Ja, ja, ja. Und auch auf dem Stein da auch. Natürlich. Wir wollen hier mal ganz gründlich sein. So. Wie? Hier sind jetzt noch welche auf dem... Da sind immer noch welche auf dem Außenbereich. Seht ihr, da ist immer noch rot. Man sieht es aber fast nicht. Hä? Wo soll das sein? Manchmal so. Ich glaube, jetzt sind die Punkte weg, ja. Okay. Ey, das ist... Die sind schon ein bisschen frech, wenn die da so an der Wand sind und man die nicht, ne, auf der Karte war nicht. Weiß ich nicht. So, machen wir hier wieder einen großen. Da sind ganz viele, die habe ich vorhin, glaube ich, auch nicht mitgenommen. Ich weiß es nicht. So. Jetzt haben wir die auch mitgenommen. Sind da noch welche? Ich sehe nichts mehr. Sind da noch rote Punkte? Ich sehe keine mehr. Also, ich sehe legit keine roten Punkte mehr. Okay. Ich meine, die Richtung verändert. Machen wir hier wieder los. Jetzt haben wir 2000. Ah, guck mal, da hinten sind noch ganz viele. Da muss ich jetzt noch mal hin. Da habe ich nicht aufgepasst. Da ist noch eine ganze Horde übrig. Das muss alles noch weg. Ich glaube, jetzt haben wir hier die Horde weg. Ah, aber hinter mir, seht ihr das? Hinter mir auf der Wand sind noch ganz viele. Da nämlich. Da ganz hinten sind noch. Da hier. Der Dude ist auch noch hier. Jetzt nicht mehr. Okay, das waren die. So. Aber wir haben nur noch 2 Minuten. Es wird schon wieder eine knappe Geschichte. Ey, Leute, ich kriege hier bei der Mission Zustände.
Habe ich jetzt hinten irgendwas ausgelassen? Sieht für mich aktuell nicht danach aus. Ich hoffe, ich habe da alles jetzt mitgenommen. Ich sehe keinen roten Punkt mehr. Aber ich kann auch blind sein. Ich weiß es nicht. Stopp, nicht so weit. So, da fetzt es alles weg. Hier fetzt es alles weg. Machen wir mal den hier. Ah, lol! Laser zum Glück. Okay. Das war interessant. Wow, jetzt haben wir 20 Minuten an dieser Mission gesessen. Uff. Die Mission ist einfach. Ja, Karma. Karma ist eben, was es ist, ne? So, ah, es kommen neue Sachen. Jawohl, natürlich. Natürlich kommt jetzt eine neue Mission noch zusätzlich. Und zwar Vorherrschaft in der Wüste. Na komm, mach mal die gleich. Wenn sie schon auftaucht. Ach so, wie ist es inventartechnisch? Scheiße. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Aber kombinieren ist nicht keine Option bei Link mehr. Das kostet mir viel zu viel und bringt viel zu wenig. Also hauen wir den ganzen Schrott weg. Waldlanze, Sanderlanze, alles weg. Die Wächterlanze behalten wir mal. Einen Hammer würde ich auch behalten. Ja, die ganzen Standarddinger können halt raus. Alles weg. Weg, 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 weg. Die Glückskelle will ich nicht weghauen, aber die Holzkelle kann ich weghauen. Okay. Ochtlin-Knochen, Hexalbumerang, alles weg. Das Übungsschwert bleibt auch. Soldatenschwert weg, weg. Den lassen wir mal. So, das ist genug. Jawohl. Ab dafür. Sieht's bei den anderen aus? Immer der gleiche. Aber ich habe doch jetzt erst alles kombiniert so ein bisschen. Die dürften eigentlich alle hier keine Platzbeschwerden haben. Nee, alles easy. Alles easy, nur Link war voll. So, jetzt. Ab dafür, jetzt kann Link auch wieder Waffen bekommen. Ach Gott, dieser Fuß. Es ist so merkwürdig, der ist einfach... Ich weiß nicht, was ich in der Nacht gemacht habe. Der ist einfach ultra angeschwollen. So. Zum Glück ist gerade, ne, digital unterrichtet. Das ist egal. In die Schule könnte ich so nicht. So, ich bräuchte halt schon... Ich habe nicht geguckt, ob es einen Korb gibt. Scheiße. Wir müssen... Ich muss noch mal... Das muss ich nachschauen. Sorry, Leute. Mir fällt es jetzt direkt am Anfang ein. Das muss ich nachschauen. Wir müssen hier noch mal raus. Wir müssen hier noch mal raus. Ach, und ich habe auch noch gar nicht geguckt, ob ich bei den Giga alle Crocs habe. Da gucken wir auch mal ganz kurz nach. Sollte mich wundern, wenn ich da einen ausgelassen habe. Wir haben ja alles, also wir haben ja wirklich alles abgesucht. Wenn da jetzt ein Krog fehlt, weiß ich auch nicht. Also ja, sorry, wir kriegen jetzt hier mehrmals den Ladebildschirm. Aber so ist es halt. Jägermission. Ja, wahrscheinlich! Oh, come on! Das muss außen sein. Das muss irgendwas außen sein. Das ist ja einer der... Ach, komm, ey.
So, hat die Mission jetzt einen Krog? Nee. Hat die Mission nachher einen Krog? Nee. Okay. Ey, das ist doch... Das ist doch zum Mäusemelken. Wir haben bei der Giga-Mission einen Krog verpasst. Die läuft sich zwar schnell durch. Der muss außen sein. Das geht gar nicht anders. Das muss im Außenbereich irgendeiner sein. Der erste war ja unten, direkt beim Startpunkt. Und dann war eine ganze Zeit lang... Da habe ich bestimmt da einen übersehen in irgendeiner Nische oder sonst. Ach, komm. Ich werd bekloppt. Ich habe so schön alles abgesucht. So schön alles abgesucht haben wir. Tja, haben wir davon. Hat nicht gereicht. Gut, jetzt müssen wir nichts suchen, jetzt müssen wir einfach nur metzeln. Auf geht's, metzeln. Metzel, da gefällt das. So. Daumen hoch für diesen großartigen Witz. Nein, bitte nicht. Also bitte schon Daumen hoch, aber nicht für den Witz. Was muss ich überhaupt tun? Besiege viele Gegner. Ah ja. Wahrscheinlich auch wieder alle, nicht viele. So. Also ist dann wirklich nur ein Gemetzel, mehr ist es ja dann nicht. Alles klar. Ja. So, sind alle down hier. Freuen sich ihres Lebens nicht mehr, weil sie down sind. Ach komm, wir können ja hier den machen. Ist ja aufgeladen zweimal. Wusch! Und in die andere Meute. Wusch! Ich denke, diesmal wird es schon so sein, dass mehr als genug Gegner da sind. Denn jetzt kommen ja mehrere nach, genau. Ne? Vor allem ist gleich wieder... Ja, genau, das meine ich. Der ist auch schon wieder aufgeladen. Da kann ich hier die ganze Zeit rein in die Menge. Das dürfte jetzt nicht das Problem sein. So. Okay. Ah ja. Moin. Servus. Moin. Ach, es ist nicht herrlich, wie sie einfach alle wegfliegen. Bäm. Und wusch. Und in die Menge hier auch rein. Wusch. Oh, geht gerade gar nicht. Jetzt geht's. Wusch. 610. Jawohl. Damit fetzt man ja auch noch mal ein paar mehr weg als nur ihn selbst. Ja, also das. Ich lehne mich jetzt wieder zu weit aus dem Fenster, aber das wird jetzt auf jeden Fall funktionieren. Ich meine, schaut euch diese Menge an auf dem Schlachtfeld. Was soll hier schief gehen? Was soll bei der Mission schief gehen? Real Talk. Die große Menge da. So. So. Drei
frage mich gerade, ob die Vanaboris-Mission die war, wo Counter meinte, wenn man sie falsch spielt, fragt man sich, wie das gehen soll. Oder ob das eine andere Hauptmission ist. Wir werden sehen. Für alle, die jetzt nicht wissen, wovon ich rede. Counter hat mir gesagt, es wird eine Mission geben, der ich denken werde, dass die nicht geht. Und es liegt daran, weil ich sie dann falsch spielen werde. Was immer damit gemeint ist. Die ist es jedenfalls nicht. So, aber ich habe das die ganze Zeit im Hinterkopf. Wann immer ich denke, eine Mission funktioniert nicht, könnte es daran liegen, dass ich sie falsch spiele. Das muss ich im Hinterkopf behalten, das wird sicherlich ab und zu mal helfen. So, okay, ist noch nicht vorbei. Natürlich noch Moldora besiegen, alles klar. Hat ja sonst nichts zu tun. Ich will eigentlich jetzt hier Eis. Nee, Eis. Was war das denn jetzt für eine Aktion? Das war eine ganz merkwürdige Aktion, aber auf irgendeine Art und Weise konnte ich hier trotzdem den Schaden machen. Auch interessant. Aber das macht auch nicht schlecht Schaden. Wenn man das A-Ding auflädt, macht es auch ganz gut Schaden. Interessant. Gut zu wissen. Komm, noch ein bisschen. Ah, Schaden. Ganz gleich. Nee. Bomben. Zu spät. Jetzt aber Bomben. Wird easy. Und ab dafür. Bam. Und A ist auch schon wieder aufgeladen. Wenn der jetzt rauskommt. Wenn der jetzt rauskommt, kriegt er erstmal ein A in die Fresse. So nämlich. Zack. Und das war's. Ace. Easy. Gut, prima. Immerhin eine Mission, die auf Anhieb funktioniert. Hacke, Reisezeiter, Stachelbomben. Man kann alles wieder verkauft werden sofort eigentlich. Okay. Zitterfund. So. Jetzt ist die Frage, schaltet es wieder eine neue Mission frei oder ist hier die Reise erstmal zu Ende? Was diese Reihe angeht. Wir haben noch ein paar Missionen, ich weiß. Wir haben noch ein paar Missionen. Okay, alles bleibt still. Gut, prima. Dann gehe ich ganz kurz die Karte ab und gucke, ob was Neues blinkt, ob wir das gleich was mitnehmen können. Ich weiß, ich könnte auch einfach nachgucken in den Missionen, aber ich finde es einfach cooler, über die Karte zu fahren und zu schauen. Es hat irgendwie was Befriedigendes, wenn da wieder was blinkt. Aber da blinkt nichts. Schade, wurde ich nicht befriedigt. Dann nächstes Mal die Sandsturm-Defensive und die andere Mission, die noch übrig ist. Danke fürs Zugucken und tschüss.